Was ist denn hier los? Okay. Und die sind hinten wieder am Tanzen. Und ich habe keine Ahnung, wie das geht. Das ist so gemein. Also, falls ihr wisst, wie man tanzen kann und auf dem Pferd irgendwie Yuppie oder so schreien kann, bitte, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Also, ich komme mir langsam irgendwie blöd vor, dass ich es nicht kann und auch nicht rausfinde, wie es geht. Es wird zwar jetzt nicht angezeigt, aber ich weiß... Haben die mich jetzt gerade erschreckt? Ich weiß, dass wir letztes Mal hier auf dem Frachter waren und der gesagt hat, wir sollen nochmal wiederkommen. Aber ich vermute... Ah, nee, er steht noch da. Wir können ihn noch ansprechen. Sehr schön. Eigentlich solltest du mich runterlassen. Hallo. So, dann sprechen wir mit dir nochmal. Ruhe und hör mir zu. Ich habe soeben erfahren, dass der Dieb wieder zuschlägt. Ach ja, da müssen wir mit ihm weitersprechen, genau. Er ist gerade dabei, im Leuchtturm einzubrechen. Wenn wir uns beeilen, können wir ihn vielleicht auf frischer Tat ertappen. Schnell, zum Leuchtturm. Der Schurke springt hinter dich aufs Pferd und zeigt auf den Leuchtturm oberhalb vom Strand. Das, ja, das kommt jetzt sehr gut. Los, reite schneller, als du jemals geritten bist. Ja, gut. Ach so, jetzt muss ich nochmal, ernsthaft, ich muss jetzt nochmal mit dem sprechen, wenn ich auf dem Pferd sitze. Wie soll ich das denn da in der Ecke machen? Leute, ernsthaft. Jetzt kann ich ihn natürlich nicht ansprechen, das war klar. Weil ich ja auf dem Pferd sitze, komme ich ja nicht dahin. Eieiei. Das ist sehr toll gemacht, diese Quest. Hallo. Boah, ist das schlimm. Also ich lese das natürlich nicht nochmal alles vor. Ja? Das ist ein Rennen. Ach du Schande. Boah, ich sehe gar nichts mit dem Kerl hinter mir. Hilfe. Ich sehe auch nicht, wo ich langreiten muss demnächst. Boah, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin viel langsamer, wenn der bei mir drauf sitzt. Boah. Und auch ganz, ganz schlecht. Von der Handhabung her. Hilfe. Yay. Eine unerwartete Zusammenarbeit. Yay. Und jetzt stehen wir hier am Turm und haben keine Ahnung, was wir hier wollen. Ja. Wo ist denn? Ach, da hinten ist er. Okay. Ich glaube, wir kommen rechtzeitig. Sei still. Er ist wohl noch im Leuchtturm. Okay. Und jetzt? Ach so. Moment. Der Dieb muss da drinnen sein. Du schleich dich an und schau, ob die Türe aufmachen kannst, ohne dass man es hört. Ich laufe dann hinein und fasse den Dieb. Sei vorsichtig jetzt. Schleiche dich zur Türe und versuche sie lautlos zu öffnen. Wir wollen den Dieb nicht verjagen, jetzt wo wir so nahe sind. Ich kann's versuchen, ja. Wenn die mich jetzt auch mal vom Pferd runterlassen würde, ich drücke wie blöde die X-Taste. Ah, jetzt. Nein, diesmal nicht. Aber ich glaube, Schleichen war... Ah, genau. Das ist Schleichen. Ich schleiche mich an. So. Noch ein bisschen weiter. Und dann überraschen wir den Dieb, der da drin ist. Oder auch nicht, weil ich die Tür nicht aufkriege. Hallo? Muss ich die Tür jetzt da vorne aufmachen? Das klingt unlogisch. Hallo? Okay, ich musste die Tür unterhalb der Treppen aufmachen. Okay. Werden wir ihn erwischen? Bang! Etwas trifft dich am Kopf. Du fühlst, wie du in Ohnmacht fällst. Alles wird schwarz. Hallo? Bist du wach? Achso, das war gar nicht der Kerl.
Mein Pferd ist aber bei mir geblieben. Hallo? Bist du jetzt wach? Susanne? Hallo du, ist das Kopfweh besser? Darf ich mal sehen? Na, so schlimm sieht es zum Glück nicht aus. Du hast eine kleine Beule, aber das ist schon alles. Was du hier machst? Ja, das war so. Ich habe vor einer Weile einen fürchterlichen Krach vom Leuchtturm gehört. Also bin ich hingegangen, um zu sehen, was los ist. Die Tür zum Leuchtturm stand sperrangelweit offen und du bist auf dem Boden gelegen. Ohnmächtig und unansprechbar. Ich habe dich hier zum Ausruhen heruntergetragen. Boah, sie stark. Einige Stunden Ruhe und die Dämpfe einer meiner berühmten Kräuteraufgüsse haben Wunder bewirkt. Ja, eins war sehr seltsam, Susanne. Als ich dich da oben gefunden habe, hattest du eine von Joschs Trophäen in den Händen. Eine von denen, die vor kurzem gestohlen worden sind. Du bist wohl nicht der Dieb, Susanne? Nein, natürlich nicht. Hallo? Du hast keine Ahnung, wie Joschs Trophäe in deine Hände gelandet ist. Ich glaube dir, Susanne, du würdest so etwas niemals machen. Ich glaube, jemand versucht dir die Diebstähle hier in Morland in die Schuhe zu schieben. Wahrscheinlich der echte Dieb. Du hattest Glück, dass ich dich gefunden habe und nicht die Polizei. Es wäre schwer gewesen zu erklären, warum du Diebesgut in den Händen hast. Aber warum warst du überhaupt oben beim Leuchtturm? Was sagst du? Du bist mit einem Schurken vom Strand dorthin geritten, um den Dieb zu fassen? Aha, dann ist ganz klar, was hier passiert ist. Der Schurke war in Wirklichkeit selbst der Dieb. Und als du angefangen hast, listige Fragen zu stellen, versuchte er, dich loszuwerden. Das war ein listiger Plan. Und wenn nicht dieser Lärm vom Leuchtturm gehört hätte, hätte es auch geklappt. Es ist wohl das Beste, wenn du so schnell wie möglich zum Dark Core Lager reitest und den Dieb zur Rede stellst, bevor er sich aus dem Staub macht. Ja, ich bekomme nicht allzu viel dafür, aber ja, das machen wir. Ganz schnell zum Dark Core Dingsbums. Zum Strand. Los! Auf, bevor die ablegen. Fährt das Schiff überhaupt? So, die Frage ist jetzt... Ah, da hinten. Du bist der Dieb. Gib es zu. Warum sagst du, dass ich gefasst bin? Ich soll mich nicht dumm stellen? Was redest du und wer bist du? Warte mal, es scheint ganz so, als ob du glaubst, mit einem Vorgänger von mir zu sprechen, der hier vor ein paar Stunden gestanden hat. Aber glaub mir, das tust du nicht. Er wurde blitzversetzt vor einer halben Stunde, ist mit einem unserer Schiffe verschwunden. Das Letzte, was ich gesehen hatte, ist, dass er wie eine tollwütige Gazelle davongesprungen ist. Hatte wohl nicht mal die Zeit, seine Koffer zu packen, weil er sich mit leeren Händen auf und davon gemacht hat. Aha. Und nun hau ab. Ich habe keine Zeit mehr, mit dir zu sprechen. Hau ab. Was? Diebesgut? Ich weiß nicht, wovon du redest, aber das hört sich interessant an. Es wird wohl das Beste sein, wenn ich die Sache meines Vorgängers inspiziere. Er ist so schnell abgehauen, dass sich alle seine Sachen dort beim Boot geblieben sind. Du musst mich entschuldigen, aber ich muss jetzt dorthin. Wenn ich etwas Interessantes finde, dann gebe ich dir Bescheid. Du kannst dich auf mich verlassen. Hehe. Was sagst du? Du rufst die Bullen, wenn du nicht sofort selber nachschauen darfst? Okay. Dann wirf selbst einen Blick auf seine Sachen. Aber du versprichst nicht, die Bullen zu rufen. Über sowas scherzt man nämlich nicht. Gut, versprochen. Dein Vorgänger hatte seine Sachen in einer Holzkiste auf dem Boot, da hinten, wo wir die Funkanlagen haben. Okay. Dann werden wir doch mal nachschauen. Heieiei. Ah, coole Armbanduhr. Eine leere Kuchenform.
einen kleinen Hammer. Und ich habe abgeschlossen. Ich weiß nicht, was ich da noch geholt habe, aber okay. Hast du seine Sachen gefunden? Das war Diebesgut, sagst du? Hey, wenn das Diebesgut war, dann sind jetzt überall deine Fingerabdrücke drauf. Wir von Dark Core tragen immer Handschuhe, wie du vielleicht gesehen hast. Wenn ich mich recht erinnere, dann hattest du all diese Sachen schon bei dir, als du gekommen bist. Vielleicht sollte ich jetzt die Bullen rufen und ihnen erzählen, dass ich einen Dieb gefangen habe. Oder gibst du mir all die Sachen und wir vergessen das Ganze? Was meinst du? Hey, du denkst, ich soll die Bullen rufen? Und du bist dir sicher, dass sie dir glauben werden? Okay, du hast gewonnen. Dieses Mal. Dieses Mal hast du mich überlistet. Aber ich bin nicht so bescheuert wie mein Vorgänger. Wir sehen uns wieder. Verlass dich drauf. Beim Haus der Alten riecht es so gut. Wenn mein Vorgänger nicht schon diesen Kuchen gestohlen hätte, dann würde ich das jetzt tun. Hör zu, gib der Alten die Kuchenform zurück. Dann stellt sie vielleicht einen neuen Kuchen ans Fenster. Und dann bin ich bereit. Hehe. So, und jetzt hau ab und nimm das Zeug hier mit. Mach ich. Du solltest eigentlich nach rechts drehen und nicht geradeaus laufen. Hallo, weiter. Ich denke mal, dass ich zu dem Haus hoch muss. Nur so ein bisschen komisch eingezeichnet aus. Ah, nee, da steht's. Okay. Hallo, Susanne. Ah, das sieht ja aus wie meine Kuchenform. Ein Schurke da unten wollte, dass du sie mir zurückgibst, damit er meine nächste Torte stehlen kann, die ich backe. Weißt du was, Susanne? Da werde ich gleich meine super extra scharfe Chili-Torte backen und sie auf die Vortreppe stellen. Die habe ich bisher nur einmal gebacken und glaube mir, sie zu essen macht keinen Spaß. So, wähle einen Auftrag. Ach so, okay. Hier hast du alle Trophäen von Josh. Beeil dich und gib sie ihm zurück. Er freut sich sicher mächtig darüber. Ja, das machen wir noch glatt. Achso, können wir die anderen auch direkt machen? Ah, gut. Das hier muss Tans Uhr sein. Es ist wohl das Beste, wenn du sie ihr zurückgibst. Aber richte ihr aus, dass sie niemals mehr Kuchen bekommen wird. Ha! Dieser kleine Hammer hier muss Konrad gehören. Gib ihm Konrad zurück, Susanne. Ich habe gehört, dass er etwas deprimiert war. Und ich denke, er kann gute Nachrichten gebrauchen. Das machen wir doch glatt und alle werden sie mich lieben. Juhu. Hoffe ich zumindest. So, erstmal werde ich den Hammer abgeben, weil das nämlich jetzt gerade die Strecke ist, die ich am besten kenne. Nein, ich wollte nicht abbremsen. Ich wollte eigentlich in die andere Richtung gehen. Hallo, Konrad. Juhu. Was sehen meine müden Augen? Mein kleinster Hammer. Und ich dachte, er wäre für immer verschwunden. Danke, Susanne. Das werde ich dir nie vergessen. Krieg ich dann endlich mal die versprochenen Hufeisen? Ich dachte, ich habe meinen Hammer verschlammt, aber dass mein Gehirn schon anfängt, alt zu werden. Aber nun ist alles wieder in Ordnung. Vielen Dank, Susanne. Ich habe noch nie ein Werkzeug verloren und das wird auch nie passieren. Das schwöre ich, so wahr ich Konrad Maaßen heiße. Susanne, beeil dich und überbringe Jenna die guten Nachrichten. Sie muss jetzt nicht mehr lange auf ihre Blumenkisten warten. Ich habe sie heute vor Sonnenuntergang fertig. Ja, das machen wir. Kein Thema. Wir müssen sowieso in die Ecke, glaube ich zumindest. Ich fühle mich gerade so gut. Ich fühle mich so gut. Ich weiß nur nicht, wo ich hin muss. So, doch mit ihr muss ich noch reden. Mama.
Meine Blumenkisten sind bald fertig, hat Konrad gesagt. Wie nett. Da muss ich nur noch ein paar hübsche Blumen besorgen. Ich glaube, das war jetzt nur noch wegen den... Nein. Ich will nicht übernachten. Ich habe mich schon gefragt, beziehungsweise ich habe schon geahnt, dass es darum ging. So, dann spreche ich nochmal mit ihr. Hallo Susanne, was willst du? Wie, du hast meine Uhr? Ist es wahr? Ha, schau Loretta, meine super coole neue Uhr ist wieder da. So wahnsinnig cool. Nun bist du eifersüchtig, was? Haha, ich habe nur Spaß gemacht, Loretta, das weißt du. Klar kannst du sie dir ausleihen. Wir sind doch beste Freunde für immer. Im Ernst, das weißt du. Ja, nach dem Kommentar gerade. Danke, Susanne. Das ist echt super, dass du die Uhr so schnell gefunden hast. Echt super. Richte Jenna aus, dass Loretta und ich keine Diebe sind, wenn sie da nicht schon selbst drauf gekommen ist. Nun muss ich los. Ciao. Ja, kann ich ihr gerne ausrichten? Muss ich mit dir auch nochmal sprechen? Ich glaube ja, oder? Nein? Mit wem muss ich denn dann... Ach so, dieser, der hier vorne steht, glaube ich, ne? Oder? Ja, genau. Hey. Hallo, Susanne. Ach, das Leben ist so traurig ohne meine Trophäen. Ich dachte mir nicht, dass die Dinger mir so viel bedeuten. Was sagst du da? Du hast meine Trophäen? Machst du Scherze? Du sollst keine Scherze über sowas machen, Susanne. Nein, ist das wahr? Lass mal sehen. Meine Trophäen! Ich dachte schon, ich sehe sie niemals wieder. Fantastisch, du bist die Beste. Susanne, dieser Tag hat schrecklich angefangen, aber wirklich fantastisch aufgehört. Du musst Jenna erzählen, dass meine Trophäen zurück sind. Sie wird auch super glücklich sein. Ja, nehmen wir doch direkt mit. Kein Thema. Ich habe nur keine Ahnung mehr, wo die Jenna war. Aber ich glaube, das war die, wo wir eben... ganz am Anfang mitgesprochen haben. Irgendwann merke ich mir die Namen auch mal. Ja, das sieht gut aus. Ja. Tan hat ihre Uhr wieder, sagst du? Da hat sie sich aber gefreut, was? Gut, dann erspare ich mir das Gejammer der beiden, zumindest für kurze Zeit. Josh hat seine Trophäen zurückbekommen. Da hat er sich wohl gefreut, sehr schön. Ich mag es gar nicht, wenn ein netter Kerl wie Josh so traurig ist. Gut gemacht, Susanne. Danke, danke. Susanne, vielen Dank, dass du uns geholfen hast, all die Diebstähle hier in Moorland zu stoppen. Du hast nicht nur den Dieb gefasst, du hast auch alle Sachen, die gestohlen wurden, wieder zurückgebracht. Josh, Tan, Frau Holzwort und Konrad Maaßen haben mich alle gebeten, eine ordentliche Belohnung für dich zu finden. Ich weiß gar nicht, was das für eine Belohnung sein soll. Etwas, das zu dir passt? Ja, genau. Warte, hier hast du... Jenna sucht in einer Kiste hinter sich, die gar nicht vorhanden ist. Yay, ich habe einen Helm bekommen. Und 50 Dings. Jenna nimmt etwas aus der Kiste hinter sich, die nicht vorhanden ist. Hier hast du, Susanne. Was denkst du? Das ist ein kleines Dankeschön für das, was du für uns getan hast. Hoffe, es gefällt dir. Mach's gut, Susanne. Wir sehen uns. Yay! Wir haben das Mysterium des Diebes, der hier in Moorland umgeht, endlich gelöst. Nein, ich wollte nicht reiten. Ich wollte eigentlich stoppen. Es sollte besonders cool wirken, aber da ich jetzt dazwischen gesprochen habe, ist es nicht mehr ganz so cool. Und wenn andere Leute durch mich durchreiten, ist es noch weniger cool. Ja, wir haben das Mysterium hier endlich gelöst. Und damit würde ich sagen, dass wir auch mit dieser Folge erstmal aufhören. Das war auch so ein schönes Pferd. Oh. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt, weitere Quests zu bestreiten. Und wie gesagt, alles, worum ich gebeten habe, dass ihr das einfach mal in die Kommentare schreibt, wie man tanzt oder auf dem Pferd jubelt, wenn ihr das wisst, macht es bitte, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich würde mich wirklich wahnsinnig freuen, weil irgendwie, ja, ich finde es einfach nicht raus. Und wenn es wirklich mit einer Quest zu tun hat, dann hoffe ich, dass ihr vielleicht auch noch sagen könnt, wie diese Quest hieß, beziehungsweise wo es diese Quest gab.
Dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Video. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Ciao.